Servus und willkommen zurück zu einer neuen Folge von Altes Live. Mit dabei Rico. Ja, hallo. Ja, wir fahren jetzt mal schnell zurück zu Sophia, wobei wir auf dem Weg dahin auch nochmal schnell beim Heroinfeld vorbeifahren. Liegt alles auf dem Weg. Hallo Hase, ich hab dich überfahren. Hallo Hase. Und ja, nehmen wir mal schon mit. Packe schon mal alles ein bisschen Auto rein. Hoffen, dass die Polizisten in der Sophia nicht kontrollieren. Das wäre fatal. Auto, ja. Bitte sauf jetzt nicht ab. Oh Gott. Wie gesagt, Amphibienfahrzeug haben wir ein bisschen Glück. Ja. Genau, Heroin schnappen wir gleich, Auto besorgen wir uns noch und dann Attacke. Jetzt ist die Frage. Ich habe jetzt $50.000 circa verdient in letzter Folge, also die Zeit, die ist schon ab, ja. Jetzt würde mich mal interessieren, ob es sich wirklich lohnen würde, so einen riesen LKW sich zu kaufen. Ich frage mich, wie viel kostet das Ding? Und wir müssen natürlich eine Lizenz kaufen, ne? LKW. Ich glaube, dafür hat auch 50.000 Lizenz. Echt? Die brauchen eine LKW-Lizenz? Ja. Ist ja frech. Ja, gut, das heißt, kaufen brauchst du nicht, aber wenn die Polizisten kommen, dann. Ja gut, da kann man ja einmalig investieren, das geht ja noch. Genau. Aber an sich, ja, ob's, wie viel man reinpacken kann, da müsste ich mal glatt Black Scorpion mal fragen hier. Wie viel haben wir jetzt reingekriegt? 9, ne? Oder 8? 8 Päckchen. 8 im Kofferraum beim BMW, bei dir werden es wahrscheinlich ein bisschen weniger werden, wahrscheinlich nur 6 oder so. Ja. Ja, Frage in der Tat mal. 10. Das sind insgesamt 18 Sachen. Ach, Dings ist drauf hier, Freak 97, hier der setzt man auch schon dabei. Der Luca, der Admin. Black Scorpion! Der wird sich sicher auf die Suche nach uns machen. Wie viel? Oh, jetzt krieg ich Nachricht vom Admin. Aha. Alle Cops im Urlaub, aufgrund von Personalmangel werdet ihr alle zum Dienst gerufen. Ja, keine Sache, gut, dass wir keine Cops sind. Aber Urlaub jetzt, da können wir schon dealen hier. Ah. No. Tja. Das ist natürlich jetzt, wenn sie alle aus dem Urlaub gerissen, ja, die haben auch keinen Bock drauf. Wie viele Slots hat der große LKW? Der kann kein Asset schreiben. Das ist wahrscheinlich wieder die amerikanische Tastatur eingestellt. Muss wieder Alt und Shift drücken, dann geht das. Alt und Shift. Kauf. Ach komm, ich nehme das jetzt einfach so ab. Der kann das schon entziffern. Die ist mit ihrer komischen Sprache und SMS-Sprache. Hm. Gut, ist ja fast wie WhatsApp, ne, hier. Ja. Alt, wo ist mein Geld? Achso, hey, ist ja wahr. Jetzt hab ich bloß auf mein Ja, ich würde sagen, wenn wir mal Geld, stimmt, da hast du recht. Wir müssen das vielleicht irgendwo schon mal wegstecken. Na, das liegt auf dem Weg nicht. Nee, ist alles weit weg. Ich bräuchte es ja noch für eine Karre. Wollen wir es wirklich wagen, schon mit Heroin in die Stadt zu fahren? Ich bin mir da nicht so sicher. Nicht, dass wir dann hier Strafe zahlen müssen, 50.000. Ja, noch ist ja keiner kopsmäßig. Ah, die holen sich gerade Personalmangel, holen sie gerade alle ran, das ist jetzt auch nicht so cool. 1, 2, 3, 4, 5 sind da. Plus ist die. Wollen wir dann lieber so erstmal zurückfahren und wieder ein Auto besorgen? Wir müssen nicht nach Sofia fahren, wir können ja auch. Atiris hier oder so in die Richtung, aber da war keine Garage. Nächste Garage ist auf jeden Fall beim Flughafen. Links hier ist eine Garage. Links? Das ist ganz schön weit weg, ich gucke mal kurz. Ist auch nicht weiter weg als Sofia, dann haben wir gleich mal eine neue Stadt oder so. Das ist von hier aus 7 Kilometer. Hier komm, ich fahre nach Atira. Wo ist denn jetzt Atira? Ist das Atira? Da, was da, wo du jetzt mal gespawnt bist. Ja, sehe ich. Ich weiß jetzt nicht, ob das jetzt Atira ist. Gibt es denn hier auch Drogen? Guck mal, ist das nordwestlich vom Flughafen? Ja, genau. Ungefähr. Okay, dann ist es das. Ja, genau. Und dann können wir ja mal demnächst auch mal zum Kokainanbau gehen hier oben. Ja. Und vor allem, man könnte eigentlich auch so Steinverarbeitung, man könnte sich immer so, wenn man jetzt dran vorbeifährt, einfach mal Steine mitnehmen. Ist ja nicht verkehrt. Ja, eben. Sowas mitnehmen, reinpacken und dann in der nächsten Stadt verkaufen, bevor man die leer durchgeht. Wenn die Leute dann sehen, ach guck mal, diesen Fair, die zwei, die nehmen kein Kokain oder sowas mit. Ja, wirklich? Ja, ja. Achso, da können wir immer schon dahin fahren, können wir doch gleich beim Flughafen den ATM nutzen, dann können wir gleich das Geld draufpacken erstmal, zur Sicherheit. Wo ist denn der Flughafen jetzt hier? Ach, also Big Scorpion hat gemeint, ein LKW lohnt sich bestimmt, aber er weiß die Slots jetzt halt nicht. Aber wie gesagt, er denkt mal schon, dass es sich lohnt. Kann man ja mal testen. Ich meine, wir haben ja bald auch ein eigenes Haus. Gibt es aber die Möglichkeit, die Häuser zu kaufen. Müssen wir dann mal gucken, dass wir auf Alters dann uns ein schön abgelegenes Haus holen. Und die sind dann alle, die hier sind auf der Karte, können dann gekauft werden. Das sind dann die Türen, so kannst nur du selber die Türen auf und zu machen. Krass. Ja. Und dann kann man ja mal da mal ein Haus suchen. Mal ganz kurz. Ach, da runter meinst du, an die Küste unten? Ja, am Flughafen. Oder wo? Der ist Atira. Der Atira ist noch oberhalb des Flughafens. Am Flughafen ist halt diese schon mal eine Garage und halt ein Bankautomat, wo man vielleicht mal schon was geht. Sicherheitshalber ablegen. Dann ist es doch das, was ich zuerst gemeint habe. Gut, weil du so weit runterfährst da. Ja, ich bin gerade falsch abgebogen, deswegen ich weiß auch nicht, wo ich langfahren soll. War gerade. Ja, da ist es so. Du hättest doch der Straße folgen können? Ja, mein Auto ist kaputt. Oh, okay. Kenn ich noch nicht. Das Thema. Mensch.
So, ich steig mal aus hier, frische Luft. Oder wer fährt denn da? Da war Devon Frosch, keine Ahnung, wie das ist. So, ich nehme mal den Werkzeugkasten aus dem Auto. Da habe ich hier so einen komischen Stern vorne dran. Selbstbehandlung, achso. Gut, machen wir mal. Habe ich denn das, hab ich das mit? Habe ich jetzt die Kiste dabei? Kann ich denn jetzt. Kann ich das mit dem Auto überbringen? Wer ist denn das von gemacht eigentlich? Ich habe das gar nicht gemacht vorhin. Achso. Ich würde jetzt einfach mal I hier reingehen. Ich würde auf meinen Rucksack klicken. Würde den Werkzeugkasten dann. Gibt es irgendwie so einen Schnellslot, nicht? Oh, Boden. Nein, nicht Boden. Dann frage ich doch mal ganz schnell. Nicht mein Gang. Nee. Ich frage mal ganz kurz im Telefonbuch hier. Master Mr. Luca. Ja. Als Passagier? Ich staune, dass das nicht bei Items hier drüben mit ist, einfach. Also ich kann hier, wie gesagt, nicht das Auto bringen. Vielleicht muss ich die Kiste auch ins Hauptinventar, die kann ich gar nicht. Sobald ich was machen will, droppt er das Teil. Schmeißt er das weg. I. Rechtsklick, dann droppt das. Dann hebt das wieder auf. Linksklick. Eigentlich musst du da hinten und einfach sagen. Vielleicht gehen wir ein bisschen weiter weg, vielleicht backt das gerade ein bisschen rum. Meinst du, musst es über das Dropdown-Menü machen? Aber ich sehe keine Nachricht. Oder über das Menü, über das T-Menü irgendwie, dass du das in den Werkzeugkasten reinballern musst, reinziehen musst. Nee, das Auto ist quasi. Das ist hier gar nicht drin bei mir. Menü. Achso. Vielleicht drinnen? Nee, das macht ja keinen Sinn. Hm. Okay, warte mal, da frage ich mal jemand anders, der Luca ist wahrscheinlich gar nicht da. Dann frage ich mal den. Wo ist denn Kevin jetzt? Ich sehe den gerade nicht. Ach ja. Ach, warte, komm. Wer kommt? Stell dir vor, das Auto drückst die Windows-Taste. Wahrscheinlich die hier. Nee. Hä? Welche Windows-Taste? Windows animiert er doch, oder? Ach, Repair Behind. Ach so, Leute. Ich dachte, ich komme gleich ins Windows 8-Menü. Ich kenne das, aber ich kenne das. Windows-Taste, das wäre die letzte, die ich jetzt gedrückt hätte. Ja, eben. Was heißt jetzt zum fünften Mal? Ich habe zum ersten Mal gefragt, Leute. Ja, gut, krass. Ich kenne das aus Arma, aus dem Editor und so, da stellst du dir vor und drückst Werkzeugkasten, aber niemand gemacht hat das, aber na gut, altes läuft, ne? Ja, andere Funktion, so läuft's halt. Ich kann's ja mit rumscrollen und dann einfach machen. Naja, so kenn ich's. So. Ich höre den Helikopter. Echt? Ja. Was hast du? Ich höre den nicht. Der ist bestimmt beim Polizeiflugplatz hier. Der ist ja gleich in der Nähe. Mhm. So. Okay. Dein Auto ist noch nicht ganz. Was? Oder? Ist bei dir ganz? Nee. Nee, ich muss nochmal machen. Das wahrscheinlich, hat er wahrscheinlich nicht gemacht, richtig. Okay. Na gut, dann in der Zwischenzeit checke ich mal ganz kurz auf dem Handy, wenn mich wieder gerade hier zuspammt. Zuspammt? Zuspammt bei WatchUp. Dann fahren wir da rüber. Schildkröten, krass, das müsste man echt mal alles ausprobieren, ne? Ja, können wir alles machen. Drogendealer. Jetzt trinke ich mal ganz kurz heimlich was, ohne es zu merken. Trink mal heimlich was. Diamantenverarbeitung, Bruce Textilien. Oh, da würde ich mich gerne mal nur einkleiden. Jetzt ist Auto überhört, jetzt ist es da. Jetzt ist es da, gut, dann Attacke weiter. Gut, dass mein Windows 80 jetzt nicht gemeldet hat mit diesem komischen App-Menü da. Ja. Ist ja ein bisschen blöd gewesen. Bist du da lang weiter, ja? Ja, ich. Oh. Was denn? Ich bin vom Baum gefahren, Gott sei Dank ist nichts passiert. Aha. Ja, ich fahre mal ein bisschen auf die Straße. Ich meine, Offroad hin oder her, man muss es ja nicht rausfordern, das Glück. Ja, ja. Ein Stück links, da kommt ein Sandweg gleich, ne? Irgendwo. Ja, ich muss auf die Holzzäune aufpassen, nicht die Steine hier. Okay. Ich werde mal ein bisschen übertrieben, dass die Autos gleich kaputt gehen. Wenn bei so 5 km/h, dass gleich das ganze Scheiß rausfällt. Ja. Hier vor dir müsste aber jetzt ein Sandweg kommen. Der hier? Du fährst jetzt genau drauf. Genau. Gut, den folgen. Dann kommen wir direkt in Sharkia rein. Da gibt es einen Geldautomat und einen Friedhof. Nee, einen Frachthof. Ein Friedhof? Nee, einen Frachthof. Ach so. Ja, ja. Was mache ich auf dem Frachthof? Vielleicht kannst du... Oh Gott, es leckt. Oh, krass. Boah, hier kommt eine Staubwolke nach oben. Vielleicht konntest du... Geht das Lichtchen zum an? Was? Ach, das warst du. Dein Freund? Ich bin gerade Licht... Ja, die hat, bei draußen im anderen Raum ist der Lichtschalter für dieses Zimmer. Oh, du musst gleich was zu trinken gehen. Ich hab nur noch 20 und 30. Das sagt man doch schon die ganze Zeit, dass ich das hier, hast du das dabei noch? Nee, oh, ich sitze im Weg. Ich habe einmal Wasser und zweimal, Rabbit. Also, ich habe einmal Wasser.
Hätte ich. Ich habe selber noch 55, also bis zur Stadt kann ich dir aushelfen. Gut. Und dann mache ich es, wenn es noch runter geht, weil ich habe hier gerade hier schon die Meldung, dass er mich gleich dehydriert, der Kerl. Wie fahre ich denn eigentlich? Ich guck mal auf die Karte, du hörst denn jetzt gerade. Warte mal, am besten jetzt schon, der stündet mich schon rum, der sagt hier. Okay, warte mal, machen wir das erstmal. Wie kann ich das machen? Droppen? Geh ins Rucksack? In den Rucksack würde ich sagen, oder? Oder nee, warte mal, mit Z-Menü muss das machen. Mit Z-Menü muss es machen, GIF, und dann muss man den Namen auswählen. Okay, Wasser. Die Geweiber, GIF. Na, da ist es. Ich muss refreshen, ja. Okay, cool, danke. Super, alles klar. Gut. Dann versuchen wir, auf die Straße zu kommen. Nur hier unten ist dann wieder Straße. Das Orange, ne, an der Seite ist wohl Autobahn oder was? An der Seite? Ja, links an der Seite, an der Küste. Das ist die Hauptstraße, vielleicht Autobahn. Ich weiß nicht, so weit bin ich noch nicht mit Altes gefahren. Es kann sein, dass das so Schnellstraßen sind, ja. Ja. Ja, wo ist er hin? Hab ich unseres. Ach, da. Genau, dann folgt mal der Straße, ja. Der einfach folgen, dann müssten wir genau auf diese Orange nochmal kommen. $350 bekommen, yes! Stundenlohn, $350 Stundenlohn, das ist so leicht. Muss einfach mal hier 14, wobei du kannst ja nicht 14 Stunden hier rumstehen, der startet ja alle 4 Stunden neu. Ja. Dagegen so Typen, die da wahrscheinlich rumstehen die ganze Zeit und dann $350 verdienen in der Stunde oder 5 Minuten lang. Toll. Dagegen vorgebeugt. Super. Chaos-Tose wurde getrennt, nein. Oh, da hinten brennt's. Ja? Links. Ach Quatsch, das war ein Lichter, das hat sogar so komisch geflackert. Ich dachte, es brennt. Gewesen. In Griechenland brennt so einiges. Polizisten sind. Wir können ja mal anstatt nach Sophia kommen, mal bis nach der Westküste fahren, dass wir was schon Neues sehen. Ich kaufe mir mal am besten hier mal gleich einen neuen Werkzeugkasten hier bei der Tankstelle. Ich habe selber noch 3 Stück, also ich könnte auch einen abgeben. Aber ich gebe, glaube ich, auch einen Blue. Hier ist ein Blue King, glaube ich, oder? Hier kann man doch was einkaufen. Die Newspapers. Hier ist ein General Store, oder? Nee. Aber hier oben ist auch ein General Store. Ist nicht. Wieso wird das überhaupt? Ach, hier sind wir. Nee, die Tankstelle wird gar nicht markiert. Na gut, dann. Ist gar keine richtige Tankstelle, haben sie verarscht. Echt, bei mir ist es eine Tankstelle, wenn ich rauszoome. Ja, klar, aber die Markierung Tankstelle ist nicht da. Achso. Bin ich wieder falsch gefahren. Du fährst gerade auf irgendwo anders hin. Ja. Wie das aussieht, der rote Punkt fährt da irgendwo übers Acker. Der Acker. Town? Ja. Ach komm, ey, das gibt's doch nicht. Ich bin von Zaun gefahren, ist der Wheel kaputt, oder? Nee, aber angeschlagen ist es. Okay. Schon orange. Naja, gut, es geht schon. Ah, hier ist die Hauptstadt. Ja, gut, das Wasser. Ja. Da kommt ein. Ach so, da musst du nach rechts. Da führt eine Brücke rüber. Auf der rechten Seite. Ach, Brücke. Wer braucht eine Brücke, ey? Ach, Brücke. Komm, Yolo. Das kleine Stückchen, das ist doch hier. Jetzt nicht mehr. Ja, komm, es geht doch. Okay. Dann gerade hoch. Genau. Dann erstmal bei der Straße rechts und dann, ne? Ich glaube, da vorne kommt ein Auto, oder? Kann das sein? Da habe ich gerade Lichter gesehen, die hier vorbeigefahren sind. Nicht. Fahr mal rechts. Achso, jetzt bin ich hier den Strandpromenadenweg gefahren. Dann ja. Fahr mal irgendwie rechts. Dass wir wieder richtig auf die Straße kommen. Da kommen wir mal an, ja. Wie viel Zeit haben wir noch? Der böse Zahn. Wir haben doch eigentlich eine Minute. Eine Minute? Ja. Ich glaube, meine Reifen sind kaputt, oder? Ich sehe es gerade nicht richtig. Ja, eins ist kaputt, aber ein Reifen geht ja noch hin. Wir haben noch 1,8 Kilometer vor uns. Ja. Und ich bin kurz zum Sterben, sagt er mir hier, weil ich noch 20 Essen habe. Ach, wenn Essen kann ich dir auch einmal geben. Soll ich dir schon Essen geben? Dann kann ich noch. Dann mache ich schon das Rad noch ganz hier. Ja, okay, dann macht das. Passt das. Machen wir so noch. Machen die Folge ein bisschen länger, weil es ist heute die letzte Folge vor der nächsten Aufnahmesession. Wir wollen ja nicht so viel aufnehmen. Ja, kann man mal ein bisschen. Genau, ja. Weil das ist ja, wir wollen natürlich immer so viel möglich aufnehmen in der Woche, dass wir dann schon eine Woche schon mal ein bisschen vorausplanen können, dass wir nicht immer viel Zeit haben. Richtig. Dann wollen wir natürlich dann auch gleich, dann nicht so viel aufnehmen, dass wir dann auch wieder neue Folgen aufnehmen können mit neuen Leuten. Demnächst wird wahrscheinlich auch der Dalu auf dem Server spielen mit Crapszone, Mr. Blaze und Dalush. Ja, und vielleicht noch ein paar andere YouTuber, Carvon habe ich gehört, dann Gisgirl, dann Ralf Finger, glaube ich, möchte auch gerne kommen, so wie ich mitbekomme. Also ist schon ein bisschen los hier dann. Das wäre cool, wäre auf jeden Fall sehr gut. Dennoch sind 15 Minuten Folgen an sich zu kurz, leider, wie gesagt, aber dafür kommt es täglich. Dafür kommt es täglich, richtig. So, Essen würde ich gerne nehmen, so eine Hasenkeule. Ja? Falls du hangst. Habe ich dir gegeben. Ach so.
Da muss ich mal gucken. Hab ich schon gegeben, während ich repariert habe. Mensch, das ist ja Wahnsinn hier. Ja, ne? So schnell geht's. Wie viel Essen macht er wieder? Genau 20. Oh, na toll. Könnte er noch eine Hasenkeule geben? Ja, nee, ich weiß nicht, wir haben ja tatsächlich da. Komm, okay. Nächsten, vielleicht bis in der nächsten Folge ist wahrscheinlich wieder 100 oder so, ich bin bis dann schon gestorben. Das weiß ich nicht, das weiß ich nicht. Okay. Weil bis dann haben wir auf jeden Fall würde ich gern noch schnell ankommen, würde ich wenigstens. Das Geld wenigstens schon mal überbringen, ne? Nicht, dass wir hier vielleicht tot sind oder so. Ja. Tom, Bioforschungslabor, WTF. Was? Das ist schon Resident Evil gespielt oder so, ja. Oh, ja, da vorne, so, hier, so. Sieht aus wie, von meinen sieht aus wie ein Fußball, die in der Erde verbunkert sind, aber es sind halt dann doch rasch da. Bioforschungslabor? Ach, Bio, okay. Ich dachte, eine Radarstation und sowas. Nee, ja, da steht Bioforschung. Das ist bestimmt der T-Virus von Resident Evil drin, da müssen wir mal gucken nachher. Bestimmt. Ja. Polizei, das halt nachher, okay. Später halt mal, ne, wenn wir da wieder vorbeifahren. Hm. Können ja mal auf der ersten, auf der Westhälfte sein, vielleicht sind da so weniger Polizei unterwegs. Können wir mit Kokain handeln und so. Ja. Aber jetzt wissen sie es, jetzt haben sie gefallen geguckt, so eine Scheiße, ey. Scheiße. Ja, aber wie. Wir sollten das echt nicht veröffentlichen. Nee. Nee. Alles heimlich lassen hier. Alles auf nicht gelistet setzen. Einrichten, dieses kostenpflichtige Abonnement. Ja, oder halt auf nicht gelistet setzen und bei Facebook nur so teilen. Nee, natürlich nicht, wird alles öffentlich gemacht. Ach, bis dann haben die Blitzer so vergessen, ich meine. Naja. Wir haben jetzt hier 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ich will die ganze Zeit mit reden. Du hörst jemanden reden? Hm? Ich bin übrigens im TS, weil sich das verwirrt. Ach so, du bist das. Ach so. Ja, hallo. Ja, hallo. Ja, hallo. Die Auswahl verpasst. Entschuldigung, was machst du denn hier im TS? Das ist ja, was Neues. Wo willst du hin? Ja, geradeaus zum Bankautomaten. Ach so, ich dachte, du willst da hoch zur Stadt. Ja, fahr mal gleich hin. Ich will hier mal mein Geld mitbringen, falls mein Auto jetzt gleich explodiert. Gut. Da ist noch eine Garage gleich. Ach ja, klar, da fahren wir gleich dahin, würde ich sagen. Fahren wir gleich da hin, vielleicht ist ja mein Auto mal da. Ja, denke ich mal. Zur Abwechslung. Ansonsten ist das wahrscheinlich beim nächsten Server-Restart wieder da oder so. Und du darfst einfach unbehelligt auf diesen Flugplatz fahren. Das geht. Gibt's keine Probleme. Keine Ahnung. Also ich habe damals mit den Diamanten da auch drunter geheizt. Und dann muss man den einen Typen ab, den Duck-Typ da, ich weiß nicht wie der heißt, muss man auch sein LKW abholen, also auch hier. Achso. Dann sind wir auch halb über den Flughafen gefahren, stehen hier rum. Ach ja. Wir stehen da. Verrückt. Verrückt. So. War denn jetzt der Geldautomat? Da drin, ne? Drin ist er? Ja. Kommt er so einfach rein? Nee. Ist hier eine Tür? Ja, komm da rein, komm da rein. Wo? Hier gibt's ein Türsymbol. Ja. Ah. Ding, ding. So, muss schon wieder Flughafen. Ja. Ach, da hinten. Ja. Einsam und verlassen. Mhm. So. Die Frage ist, wie viel behalte ich? Mach mal 35.000, zahle ich jetzt ein. Ich zahle mal 45.000 ein. Ich drücke mal die falsche Taste, so. Hauptsache nicht Transfer zum Kopf. Ja. Dann denkt er noch hier, ich will ihn bestechen, erpressen, was auch immer. Erpressen wahrscheinlich eher weniger, wenn ich ihm Geld gebe. Oh, bist du durchgelaufen noch? Mist. Ja, bei mir ist immer noch offen. Ach so, bei mir so zu. Mhm. Ja, bei mir ist offen. So, Garage, hast du gesagt? Wo war die? Genau, Garage, schauen, ob es ein Auto gibt. Ah, können wir gleich beim Helikopter-Service. Mensch, vielleicht können wir auch fliegen lassen. Das könnte natürlich auch sein. Helikopter-Service klingt doch recht interessant. Helikopter-so schnellreisemäßig. Das kann sein, aber ich weiß nicht, auf Flughafen ist, also vielleicht kann man ja zum anderen Flughafen. Oh mein Gott! Warten. Ach, bei dir war wahrscheinlich alles in Ordnung, ne? Ja. Ja gut, du bist bei mir gerade in den Zaun reingekippt, so ganz komisch. Ja, das sehe ich öfters. Okay. Gerade wenn man alkoholisiert ist, bist du gerade gestern in den Zaun reingekippt. Ach, was, weiß ich gar nicht mehr. Okay. Nein, Alkohol ist böse, wir trinken nur Milch. Nur Milch, ja? Na klar. Mit Honig. Ja, Honig. Und ein bisschen Sprit, Spritz, Spiritus. So. Da steht schon wieder einer. Das ist Vincent. Was? Da stand Vincent an der Seite, da steht einer, der heißt Vincent. Ach, hier ist der Garagen-Heini. Hallo, Vincent, hallo? Ist das ein echter Spieler? Ich glaube nicht, ne. Schieß doch mal. Ich kann seinen Rucksack, der hat einen Werkzeugkasten drin. Bei mir steht er gar nicht hier. Echt, bei mir steht er hier und der hat einen Werkzeugkasten im Rucksack. Nee. Okay, Garagen-Heini, hallo? Du, für mich kein Auto, scheiße. Der wird wahrscheinlich beim nächsten Server-Restart wieder da sein. Mist. Na gut, wir haben jetzt ein bisschen überzogen hier, 6 Minuten schon. Ja gut, da würde ich sagen, wollen wir die Folge beenden und wir fahren da hoch noch schnell oder wollen wir sie auslocken? Ich würde sagen, wir machen die Folge hier Ende und fahren dann schon mal hoch und dann... Genau, fahren wir hier hoch, Drogendealer. Ja. Da ist da noch Gravier.
Alles klar. Gut, dann vielen Dank fürs Zuschauen und lasst eine Bewertung da, falls ihr mich von. Ansonsten sehen wir uns morgen wieder zu einer neuen Folge von Let's Play Altes Live mit Rico. Ja, hauste rein. Hauste rein und ciao. Ja, damit muss man ganz kurz zurück, als kleiner extra Bonus-Clip hinten dann gepackt für alle, die noch bis zum Ende durchgehalten haben. Ja, wir sind jetzt hier irgendwo am Flughafen. Ich habe mich wieder überschlagen mit dem Auto, lang 20 Meter auf der Seite und sind dann auf dem Dach gerutscht. Ja. Das ist, weil er rast. So ja, einfach. Mein rast Gott. Und fängt dann an abzuheben, weißt du? Ja, wir sind zwar auf dem Flughafen, aber trotzdem da haben wir keine. Wenn du einen Porsche hättest, würdest du auch nicht 20 fahren, da würdest du auch 100 fahren, ey, ganz ehrlich. Ja, ja. Du bist auch mehr wie 100 Leute. Alter, jetzt zeig ich mich gewundert. Scheiß BMW, ey, so eine Kacke. Das müssen wir vielleicht beschweren ja, morgen. Toll. Was war da? Wo sind wir jetzt? Warte mal, wo bin ich denn? Wir sind 1,9 Kilometer vor Atira. Scheiße. Wollen wir uns dann die auslocken, dann können wir bei Atira spawnen. Mhm. Ja, Freunde, wir wollen euch nur zeigen, wie schön der Viper fahren kann. Übrigens hier mein YouTube-Link, ne, auf dem Kopf, jetzt muss noch ein bisschen rätseln. Wer es schafft, kriegt einen Händedruck von mir auf der Gamescom. Und ja, ansonsten. Und ansonsten, ja, gut. Jetzt aber über die Schluss mit der Folge. Macht's gut. Ja, tschüss.